Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu Music Monday an diesem Dienstag. Ja, für alle, die sich jetzt fragen, warum sieht der Typ da so müde aus? Es liegt daran, dass er tatsächlich noch müde ist. Es ist, die letzten 48 Stunden waren grausam. Die waren grausam. Ja, wenn die schon, dass sie grausam waren. Ich habe SalP schon im Chat gesehen. Guten Abend, werfe ich mal in die Richtung. Ja, wir sind 2 Stunden früher als regulär. Ich bin mal gespannt, ob überhaupt jemand da ist heute. Und ja, das heißt, wir haben gestern aufgrund eckiger Kreisläufe und so haben wir das Ganze. Ich habe ein bisschen durchgearbeitet am Wochenende. Das war, glaube ich, nicht die beste Idee. Haben wir dann das auf heute verschoben. Was mit dem Discord-Bot ist, der ist bestimmt noch am Wochenende. Muss mal gerade gucken. Stimmt. Was ist denn mit dieser nutzlosen Plauze los? Wir warten mal noch so 1-2 Minütchen. Wenn er da nichts schmeißt, dann schmeiße ich selber mal was. So, also erinnert mich aber auch daran, dass ich bei Twitter noch was schmeißen sollte. Ich will eben machen. Ich bin gut vorbereitet, wie ihr merkt. Aber gut, dass du sagst. Machen wir das doch mal eben gemeinsam. Machen wir eh schon selten genug. So. Und zwar ist das die Kalenderwoche 50. Wer hätte das gedacht? Im Übrigen wird das gleich sehr interessant mit der Übergabe an Stefan. Ich freue mich sehr darauf. Gott. So. Das ist zwar nicht Montag, aber... Idolmaster, one for all. Ich glaube, wir sind die Bugger-Crew, wenn mich nicht alles täuscht. Bugger-Crew, twitch.de. Gucken wir mal, was passiert. Ob da Leute kommen. Ich bin gespannt. Retweeten wir das noch, weil ich bin ja auch ganz cool. Ich habe so Follower, die sich für sowas interessieren. So, dann sind wir durch. Jetzt gleich noch eine andere wichtige Sache. Er schmeißt nichts, der Eimer. Was ist denn da los? Die andere wichtige Sache ist die hier. Ich bin noch ohne Nahrung. Also es wird wahrscheinlich während dem Stream auch noch passieren. Was haben wir denn heute eigentlich? Wir sind am 13. Das trifft sich ja hervorprächtigst. Ich mache mal hier mein Türchen auf. So. Da war die 12. Muss ja die 13. Und was streamt ihr so bei Twitch? Wir machen Adventskalender auf. Macht sich super im Leben, im Twitch-Lebenslauf. Beziehungsweise im Streamer-Lebenslauf. Wenn es sowas überhaupt gibt. Was macht ihr mit der Türchen nicht hier auf hier? So. Ja. Ich merke, mit Schokolade geht alles besser. So, habe ich die 11 noch vergessen oder habe ich die 11 aufgemacht? Weiß ja nicht. Die 11 scheint geöffnet. Gut. So, jetzt haben wir eine lange Zeit gewartet. Jetzt bin ich da mal so weit. Und schmeiß mal, dass ich hier streame. Add everyone! Wir holen jetzt Idolmaster. Von gestern. twitch.tv/Bugger-Crew. Wenn er das nicht macht, muss ich das halt machen. So. Hat der Chris gut gemacht? Hat die URL schon falsch geschrieben? Machen wir es so. Dann geht das auch mit den Nachbarn. Du, das ist tatsächlich ein Problem, das
Vor dem stand ich auch. Und theoretisch können die dir, wenn sie dir böse wollten, unterstellen, dass du dich nicht selbst genug gekümmert hast. Sie können dir Vorschläge schicken, müssen sie aber nicht, tatsächlich. Das ist das Traurige dran. Wo ist denn hier meine One-for-All-Tafel? Da ist die One-for-All-Tafel. So, und später spielen wir Tales of Systeria. Ich merke, ich bin gerade erst hierher gefallen. So, dann gehen wir mal rüber hier. Music Monday. Flop. Es ist traurig. Oh, die Katze im Glas ist da. Die Katze im Glas ist da. Hi, Nick! Na, was geht? Nichts zu tun heute. So, unsere Aufgabe diese Woche, ist 5 Auditions. Das kriegen wir ja wohl hin. Müssen wir ja so oder so machen. Wenn wir den Chat mal wieder auf den Monitor hier schieben. Hui! Ach ja, wir dürfen ja noch jemand aussuchen, dann bleibt ja nur noch Rizko und Makoto. Ja, Makoto. Keine Liebe für alte Idols. Tamara macht gerade panierte Schnitzel, habe ich mir sagen lassen, oder irgendwas in die Richtung. Ey, ganze 5 Stück, ich glaube nicht, dass wir das schaffen heute. So, jetzt dürfen wir uns erstmal ganz kurz mit Makoto unterhalten. Juhu, Sub-Emotes. Will ich auch mal haben, sowas. Ja, Lel. Definitiv. Ich kann dir leider keine sexy tanzenden Donation-Gifts bieten. Hast du gut gemacht. Bist fähig, das Internet zu... Lieber Nick. Das Ausrutschen auf dem Pfeff-Button ist auch eine deiner Stärken. Oh Gott. So, was will ich eigentlich heute? Ja, mal gucken mal, dass wir das Season Goal erledigt kriegen. Wir spielen ein bisschen lauter machen. Lados. Oder Nick hat was geschrieben. Ui. Das ist ja toll. Viel Arbeit ist ja eigentlich immer gut in deinem Bereich. Möchte man ja meinen. Wenn ich vorstellen darf, Katze im Glas im Übrigen großartig im Bereich Grafik und Design. Ja. Kann ich jedem nur empfehlen. Wenn ihr Geld loswerden wollt und dafür coole Sachen haben wollt, der Nick ist eure Adresse. Aber ich muss hier im Übrigen auf meinen Lautsprechern Sound ein bisschen leiser drehen. Wundert mich im Übrigen sowieso, weil die Auto-Hosts sind noch nicht geflogen und so. Also irgendwie ist heute alles kaputt. Ich habe nicht aufgepasst. Das war schon mal falsch. Welches der 3 bleibt da als Frage übrig? Oh ja. Seid ihr jetzt komplett fertig mit dem Umziehen eigentlich? Oder wie sieht das aus? Ich meine, das sah ja schon relativ fertig aus, nachdem ich dein Betacam-SB-Regal gesehen habe. Ja, und guten Hunger dann, by the way. Das eine. Danke, André. Hui, guck mal, da ist ein Host. Danke dafür. Kyoto. Hui. Ein großes Problem ist es im Übrigen immer dann, wenn wir dieses Spiel spielen, dass sich die Ingame-Geräusche mit den Geräuschen unserer Alerts verwechsle. Lustige Sache ist im Übrigen, jetzt hat der Bot doch was geworfen. Der Eimer, der Blöde. Was ist denn da los? Die.
Aber jetzt, wo du gerade vom PSP-Spiel redest. Boah. Das hat... Boah. Auch an dich, Nick. Vielen Dank für den Host. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich in dieses Spiel reingepfeffert habe. Ich glaube, mir fehlen nur die Member, auf die ich gar keine Lust hatte. Wie fährst du dann immer mit der U-Bahn rüber, oder wie? Ich habe mir sowieso vorgestellt, wie ihr das irgendwie gemacht habt. Ich glaube, ich denke mal, für den großen Kram habt ihr dann einen Transporter gemietet und den Rest den mal immer wieder in Rucksäcken, oder wie? Oh, du, mit wem ich alles schon zusammengekommen bin. So, also 5 Auditions, ne? Dann würde ich sagen, machen wir das heute mal. Oh Gott, ich habe Masterpiece als Song ausgewählt. Will ich das? Ich glaube nicht. Moment. So, ich könnte... Das mache ich jetzt mal nicht. Ja, Quatsch. Noch Modifier. Je nachdem, eine Station per U-Bahn oder zu Fuß. Ja, wenn es zu Fuß nicht allzu weit ist. Ich meine, 10 Minuten... Welchen Song nehmen wir denn als Standard? Ich würde sagen, ich standardisiere mal Overmaster. So aus Gründen. So, und dann würde ich sagen, gucken wir mal, was die Auditions hergeben. Wir wollen ja mit den Herrschaften, eher den Frauschaften, wollen wir ja noch ein bisschen laufen. So, Auditions. Jetzt wissen wir ja, dass wir A3 eigentlich ganz gut meistern können. Der Großteil des Patrons, okay. Ich weiß jetzt nicht, aber Mensch, bin ich froh, dass du da raus bist, endlich mal. Das ist ja nicht zu fassen. Ich weiß nicht, wie lange wir uns schon darüber unterhalten. Aber siehst du, jetzt hockst du nicht mal an. Das ist doch mal was Tolles. So, jetzt müssen wir gerade gucken. A3, A3, A3. Wollen wir noch einen Lesson Modifier draufschmeißen? Guck gerade mal auf unsere Werte. Es wäre wahrscheinlich nicht verkehrt, einen Vocal Modifier. Brauchen wir nicht. Scheiß drauf. Brauchen wir nicht. Wichtigste Frage: Ist in der Wohnung Haustiere erlaubt? Echt? Mein Ton war weg. Das ist eine Sauerei. Sag, jetzt hockst du wenigstens nicht alleine in so einer Einzelbude rum. Als wir uns vor, lass mich überlegen, ich glaube 3,5 Jahren oder so darüber unterhalten hatten. Nach sehr groß angelegten und verwinkelten Wohnungen gesucht. Deshalb frage ich tatsächlich, ob Haustiere in der Wohnung erlaubt sind. Katze. Aber ich glaube, mit dir hat sie eigentlich schon... Ach, hallo verbittert. Na? Ja, mit dir hat sie eigentlich auch schon... Da hat sie schon Katze genug, glaube ich. Nach den Videos, ich weiß ja auch nicht. Ach ja. Hat mein Komikzentrum sehr getroffen, Nick. Ich guck gleich mal wegen dem Noise Gate, ist das wahrscheinlich. Oder Tamara ist mit ihrem Stuhl einfach schon so oft über dieses Kabel drüber gefahren, dass auch dieses AKG-Mikro langsam aufgibt. Ich werde im Übrigen auch von AKG nicht dafür bezahlt, dass ich Werbung mache.
Ich habe leichte Bedenken, dass wir das schaffen könnten. Ich rede aber auch, glaube ich, aufgrund meiner Müdigkeit etwas leise. Ah gut, wir haben es geschafft. So, das wäre dann eine von fünf. Ja, ihr zwei irgendwie. Ich muss sagen, ich habe mich, als ich Schoko Stream geguckt habe, ich habe mich gefühlt wie hier. Da ist so ein Typ, der trollt permanent aus dem Off. Wo man sich wünscht, der Typ könnte jetzt einfach ein Mikrofon nehmen. Könnte auch einfach was sagen. Und jemand, der verwirrt versucht, Sachen zu machen auf dem Stream. Ja, ich rede leiser. Gott, erinnere mich nicht an dieses Bild von Edi damals. Ach du Kacke. Ja, aber das Noise Gate scheint in Ordnung zu sein. Bin vielleicht einfach nur ich. Ja, mit dir hat's ja sowieso dann die ganze Technikpalette zu Hause. Ja, das war doch dieses... Das war dieses Bild mit diesem Mac-Overlay mit lauter und leiser. Weißt du nimmer? Ewig her. Ich glaube, das war... War das das Jahr nach dem 25er-Video? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur, es hat für sehr viel Lacher gesorgt. Das müsste Edi gewesen sein. Falls du das jetzt warst, ich weiß, bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Nein, das war der Edi. Nagel mich nicht drauf fest, bitte. Wir müssten irgendwann die Tage mal den Shinji einladen, dass er mal über seine neue DVD quatscht, wo wir gerade nicht drüber reden. Shinji, falls du das sehen solltest. Ja, mal cool. It's been a while. Ja, eben. Aber das kam so unterschwellig. Ich müsste es nochmal, ich müsste echt nochmal nachgucken. Müsste gucken, auf welchen Fotos ich verlinkt bin. Boah. Okay. Hallo Makoto. Eieiei. Da hat im Übrigen, ja, muss ich jetzt gerade ganz kurz mal erzählen. Da hat im Übrigen jemand in einer dieser Twitch-Push-Facebook-Gruppen-Zeug-Gebimse geschrieben, ich würde mir mal ein gescheites Design zulegen, vielleicht klappt's dann auch mit den Followern. Ist unser Design so scheiße, Nick? Liegt das daran, dass wir keine Follower kriegen? Oh. Das war falsch. Ja, das hat tatsächlich einer geschrieben. Tamara hatte den Kanal mal verlinkt. Und halt irgendwie um Feedback gebeten. Und so. Und mal reinschauen. Und das war eines der Feedbacks. Würde mir mal ein gescheites Kanaldesign zulegen. Vielleicht klappt's dann auch mit den Followern. Das hat mich in meiner Ehre doch schon so ein bisschen verletzt. Ich meine, es kommt nicht an Kram ran, den du so machst, aber... Das ist so scheiße, wenn ich mich hier so umgucke. Was ist denn da los? Oh komm, bewerft mich doch noch mit mehr Kanji.
Ja, ich kann auch nicht verstehen, tatsächlich. Es funktioniert nie, einen Plan zu haben in dem Spiel, André. Es funktioniert nie. Ich kann nicht verstehen, was an einem Kanaldesign toll ist, das daraus besteht, dass du das komplette Spielebild hast und dann ist die Kamera erst verdeckt erstmal so ein komplettes Drittel vom Bild und der Chat am besten auch noch. Oder es ist so zusammengequetscht, dass der Chat hier noch ist und die Kamera und... Ich kann dann eher wohl sehen. Ich meine, die eine Kritik kann ich nachvollziehen, dass es sehr gewöhnungsbedürftig ist, dass wir diese 2-Stunden-Blöcke haben. Das kann ich nachvollziehen. Aber das mit dem Design, um Gottes Willen, das ist eine Sache, da muss ich sagen, Internet, was los mit euch? Die Gloss Lady ist auch da, schönen guten Abend. Wenn ich jetzt nicht die ganzen Communications hätte, wären wir wahrscheinlich mit den Auditions schon durch. Wir haben auch heute auch nicht irgendwie so viel Zeit. Ich muss ja hier pünktlich war. Ups. Ich muss ja hier pünktlich weitergeben. Ich meine, klar, ein paar Ecken und Enden könnten hier auch besser sein, designtechnisch, aber hey, man kann nicht alles haben. Bin ja auch nicht Designer von Welt. So. Hä? Ich hab doch alle gemacht. Wer hat denn noch ein New? Ach, Missy. Missy hat noch ein New. Ich muss perfekt an die Tilde übergeben. Die Tilde heißt neuerdings auch Stefan oder Meyerhawk. Bin mal gespannt, ob er heute wieder im Kigurumi streamt. Er hat mich ja die Tage im Discord gefragt, sag mal, Chris, muss ich das jetzt eigentlich jeden Stream machen? Und ich habe dann gesagt, ist doch deine Sache. Und das interpretiert er immer als, ja natürlich. Das wird lustig. Genau, der Meyerhawk. Nee, aber geschrieben Meyerhawk. Also, warte, wo ist mein Cursor? Also, so. Der Meyerhawk. Weiß nicht, wie das zu seinem Spitznamen geworden ist, aber Kermit war so nett, ihm diesen Spitznamen zu verabreichen. Intravenös. So, wir brauchen eine Audition. Eine Audition? Haben wir ja nur die Wahl, die B3 hier zu nehmen. Bums. Bums, bums. Thema erledigt. Ja, sag ich doch. Nachdem er vor 2 Wochen? Nee, letzte Woche. Wann war das denn? Nachdem er letzte Woche seinen Schwanz zum ersten Mal im Stream gezeigt hat, da war vorbei. Weißt du? Der Meyerhawk. Oh Gott. Das würde ja auch passen. So ist es ja nicht. Seitdem gehen die Leute drauf ab. Weißt du? Ja, der Senpai-Frosch. Ja, er hat seinen Schwanz gezeigt letzte Woche. Habe ich liebevoll bei YouTube hochgeladen als VOD mit großartiger Jazzmusik drunter. Kannst du ein Gift draus machen? Das wäre geil. Muss mal gucken. Letzte Folge Distinct Worlds bei YouTube. Ja, ich glaube auch. Warte. Oha! Ach nee. Moment. Geht das so? Genau. Die Schoko. Hallo. Ja, das mit dem Kigurumi, das war halt schon ein Knaller. Ich habe das ja selber nicht gesehen.
weil wir ja außer Haus waren. Und er hat mir dann irgendwie nur in Discord geschrieben, du Chris, es tut mir leid, aber ich muss dir was beichten. Ich habe meinen Schwanz auf dem Stream gezeigt. Ich habe dann auch erstmal gedacht so, was ist kaputt? Dann habe ich, die Aufnahme gesehen in unserem, Shared Folder. Ich muss sagen, ich war... Es sah aber auch Panne aus, du. Das Blöde bei dem Spiel ist halt, du kannst halt schlecht in den Chat gucken. Nicht, dass wir es vielleicht wieder mal ein klein wenig übertrieben hätten, auch punktetechnisch. Guck ja gleich, Moment. Ich sehe den Chat nur springen rechts in meinem Augenwinkel. Ja, ja, das böse Twitch. Wir Schweine, ja, wir. Vor allen Dingen hat das Stolz nochmal gemacht am Sonntag. In meinem Beisein. Sonntag war ja sowieso irgendwie... Irgendwie wollte er gar nicht mehr aufhören zu streamen. Ich dachte schon, ich muss den jetzt irgendwie... Ich muss jetzt eine einstweilige Verfügung beantragen, dass ich den noch vom Stream kriege. Oha. Werden die ganzen Emotes ausgepackt. Stimmt, eigentlich müssten wir den Shop unsicher machen nochmal. Weil eigentlich hatten wir das Kostüm, was wir gerade gesehen haben, das hatten wir ja letzte Season ausgewählt. Im Übrigen, hat euch Momo eigentlich schon erzählt, dass ihr zufälligerweise, Nick und Schoko, dass ihr in einer der Backerhaus-Folgen als Gäste anwesend seid? Weiß nicht, ob ich diese Emotes freiwillig besitzen möchte. Ja, ich habe mich tatsächlich entschieden und ich muss echt schauen die Woche. Ich bin noch nicht wirklich weit. Also wenn ich eine komplette Woche spielen soll, dann habe ich definitiv zu wenig Content für euch. Und das ist nicht gut. Und ich habe den kritischen Punkt erreicht, wo ich sehe, was mit Haruka passiert. Ich kann nur so viel sagen, Nick, du bist ein Troll. Mehr sage ich nicht. Ich glaube, nächste Woche ist die Episode in der Schedule. In der Schedule. Ich glaube, es ist sogar die Weihnachtsepisode. Es muss die Weihnachtsepisode sein, also sie kommt an Heiligabend raus. Ich habe auf jeden Fall sehr gelacht, als ich die Probe geschaut habe beim Schneiden. Haruka ist eigentlich Megatron. Wenn man nicht gelistete YouTube, also geschedulte Videos, wenn man die zeigen könnte hier, ne? Genau, Weihnachtsepisode. Wenn man die weiterschicken könnte, dann wäre das ja großartig. Dann würde ich das tatsächlich tun. Aber ansonsten kann ich da nur sagen, lass dich überraschen. Es wird interessant. Zweite Staffel ist alles ein bisschen besser geplant. Momo hat schon Ideen geäußert. Finde ich gut. Mit mehr Menschen vor allen Dingen. Das wird interessant. Wer hat nochmal das hier gemacht? Müsste Yayoi gewesen sein. Ne?
Juhu! Einmal was richtig machen heute. Schlimmer wird vor allen Dingen, wo wir gerade drüber reden. Wir müssen ja dieses Jahr dann noch einen 24-Stunden-Stream machen, wenn wir die 200 da oben irgendwo, nee, Moment, ich glaube da oben irgendwo, über diesem lustigen Video, da steht irgendwo so eine 195, wenn die auf 200 rutscht, wird das vermutlich sehr interessant, weil ich noch nicht weiß, was wir 24 Stunden lang machen sollen. So, jetzt machen wir Audition, komm hier. Ah nee, wir haben jetzt wieder Geld. Das heißt, wir können den Shop unsicher machen. Wenn man das im realen Leben macht, hat man Geld, geht man erstmal Kram kaufen. 24 plus 1, mindestens. Öhö, hab ich, ist hier ein Extend? Luxury, Starry, Floral, Starry. Der ist ja niedlich. Gekauft. Nur original 24 plus 1. Beim letzten Mal hatten wir dann halt versucht, den kompletten Programmplan einer Woche in 24 Stunden reinzuquetschen. Ja, das ZDF macht mit uns iDay. Oh Gott. Ich hätte gern die sehen ja alleine schon von ihrer Regenbogenhaftigkeit. Regenbogen ist auch meine Lieblingsfarbe, ganz ehrlich. Ja, nein. Den Mond nehme ich mal noch mit. Am besten mit Tamara, ne? Am besten mit Tamara Dead. Du und. Ja, genau. Joko, du und Tamara Dead by Daylight. Das wäre doch mal was. Oh Gott. Das wird ein Massaker. Ach komm, hier. Kauf mal hier die Accessoires weg. Ja. Hatte noch nicht. Nein, präsentatorisch. Ist ein sehr großartiges Wort, Nick. Ich bin ja gerade dabei, alte CDs einzulesen und VHS-Tapes. Weil ich da noch Kram gefunden habe. So random Green-Ausschnitte und so. Ich muss die digitalisieren. Ich muss definitiv diese VHS-Tapes digitalisieren. So. Machen wir hier nochmal den A3, ne? Ich kann mir das durchaus echt lustig vorstellen. Tamara noch nie Dead by Daylight gespielt. Ach so, wo wir jetzt nochmal dieses Follower-Ding haben, ne? Wo wir vorhin drüber geredet hatten, Nick. Wir machen ja hier sowieso ziemlich Nischenkram, dass da überhaupt irgendwie tatsächlich jemand sich bereit erklärt, dieses Herzchen da unten irgendwo zu drücken. Oder ist das mittlerweile da oben? Ne, ist da unten, ne? Das überrascht mich tatsächlich sehr. Weil, wer verströmt denn schon Yakuza oder Idolmaster oder Atelier, ne? Hast ja, oh, nirgends. Kann ja nicht jeder LOL spielen. Also können schon, wollen aber vermutlich nicht. Ich bin froh, dass wir das so machen. Ist oben mittlerweile. Das ist eine Sauerei. Oh, wir haben sogar eins dazugekriegt. Ein Appeal. Ich erinnere mich noch an den Vorschlag von vor 4 Wochen. Als vorgeschlagen wurde, dass wir doch bitte Galgan spielen sollen. Das habe ich ja schon damals im japanischen Play Store gefeiert. PlayStation Store. Der Play Store ist was anderes.
1, 2, 3, 4, 5. Froh, dass wir jetzt gerade noch reingerutscht sind. Kann man auch mal machen, Chain Complete heute. MOBAs sind halt auch einfach sowohl nicht mein Ding, als auch Tamaras nicht tatsächlich. Ich kann das sogar noch. Du darfst nur nie einen Plan haben, wen du eigentlich am Ende haben willst. Dann funktioniert das grandios. Ja, Galgan ist so eins der Spiele. Also vor allen Dingen ist ja jetzt irgendwie hier drüben auch Vollpreis erschienen oder so. Und da gab es ja noch, da gab es ja den vorherigen Teil. Den gab es ja im japanischen PlayStation Store. Der war schon großartig. Ich weiß, wir waren bei Hiki. Er hat dieses Spiel ausgepackt. Wir haben das auch so gefeiert. Das hat von mir auch eine 15 von 10 gekriegt. Ich wollte es tatsächlich haben. Es ist so großartig. Wir müssen es eigentlich spielen. Wir müssen es wirklich spielen. Mal von den Donations kaufen. Also, wenn wir mal die andere Liste durch haben. So, jetzt zwei fehlen noch, ne? Wie haben wir denn? Um Gottes Willen. Das Spiel ist so großartig. So, Chihaya, was hat denn Chihaya nochmal getrunken? Um Gottes Willen. Ich weiß es nicht mehr. Komm hier, nimm das. Ich vergesse doch immer, was Chihaya trinkt. Amazon. Ich kann den Link schicken, wenn du möchtest. Gibt's in verschiedenen, vielen bunten Farben. Da ich ja eh gerade warten muss hier. Hui. So, wo sind die Stühle? Da sind die Stühle. Also, falls jemand das sonst noch so interessiert. Das sind die Stühle. Haben wir uns überlegt, passt schön zum Kanaldesign. Das ja so schlecht ist, wie wir erfahren haben. Ich finde die großartig. Ich habe meinen nur so großartig zusammengebaut, dass es so ein bisschen quietscht. So original. Weil die sind großartig. Also, du hast da natürlich keine Ausfahrkopflehne jetzt oder sonst irgendwas, aber... Oh, die sind... Hier oben sind die absolut großartig weich. Du könntest auf diesem Stuhl tatsächlich pennen. Gibt noch welche mit Klettverschluss hier, wo so ein Schnarchkissen dran kann. Das ist total großartig. Die sind so weich. Aber sie können halt nicht ganz so weit nach hinten wippen. Sie haben ein gewisses Wipp-Potenzial. Ja, aber man darf es nicht übertreiben. Und man darf nicht so schwer sein wie unser Sakurion, weil die, glaube ich, auch nur, ich glaube, wie 130 Kilo oder so tragen können. Also nicht, dass ich es jetzt gemerkt hätte.
Bei meinen fast 100, dass sich das jetzt irgendwie einen Unterschied macht, aber nee. Und die Läden halt, diese großartigen, mach hoch, mach weg, mach hoch, mach weg. Aber sie sind großartig, die Stühle. Das war die beste Investition, die wir je gemacht haben. Ihr könnt auf den Dingern pennen. Ja. Und vor allen Dingen, sie gibt es in vielen bunten Smarties. Farben, meine ich. Ich war halt überrascht, dass es halt eben die Farbkombination gab vom Kanal halt her. Dieses Türkis. Dieses recht, ja, dieses hellblaue Türkis mit dem Weiß und unten sind die ja dann auch noch, haben die noch so einen blauen Streifen, so einen dunkleren. Ich meine, das sind sogar, glaube ich, die ich geschickt hatte. Und André, ich würde das sehr gerne machen, tatsächlich. Einzig und allein das Problem, ich kann die PSP nicht abgreifen. Das heißt, wir bräuchten theoretisch die PS3-Version dafür. Ach nein, das mag sie gar nicht. Was? Okay. Ich habe mir eine Grundregel gemerkt bei dem Spiel. Du nimmst nicht das mit den Punkten und das mit dem Fragezeichen. Das hat in 98% der Fälle funktioniert, tatsächlich. Oh, da hinten das Mickey. Wo sind denn eigentlich jetzt die ganzen Mickey-Fans hier hingekommen? Sind ja gar nicht da heute. Das ist traurig. So, 3 von 5. Wir müssen halt unsere Mädchen noch sehr, sehr krass trainieren. 12.880. Ja, wir kommen ja nicht drum rum. Wir kommen ja nicht drum rum. Wir hatten ja auch sogar irgendwie diese großartige türkise blaue Decke gekauft für das Sofa, als wir das Sofa noch benutzt haben, um von dort zu streamen. Das Sofa ist jetzt ja auch ein Special Guest für den 24-Stunden-Stream, wenn überhaupt. Guck mal, das streamste für 40 Minuten und draußen ist dunkel. Nicht zu fassen. Muss echt mal gucken, dass ich unten auch, da wo jetzt dieser lustige Biber-Button ist, der Biber-Button, dass ich da mal tatsächlich ein paar Affiliates reinschmeiß. Also so, ne? So ein Button für das Choco und so. Ja, Nick, wie sieht's denn jetzt eigentlich aus? Hier, Scheitern mit Stohlen auf dem Kanal. Ich meine, es ist jetzt nicht anders als das Gameplay, was wir sonst hier abliefern, aber... Ich würde das gucken. Sekunde, ich gucke gleich wieder in den Chat. Ich sehe Nachrichten reinploppen. Nein! Nein! Ach komm! Wenn Iori wenigstens bei Visual triggern würde... Warum habe ich eigentlich Iori im Center stehen? Können wir das mal jemand verraten?
Was habe ich mir dabei gedacht? Aber da wir jetzt immer weiter auf die 1 zulaufen und sogar viel, viel schneller als davor, gehe ich davon aus, wir könnten theoretisch auch schon das nächste Rank-Up machen. Ich glaube, das machen wir, wenn wir die Aufgabe erfüllt haben. Sofern wir noch Zeit haben. Alles in Planung. Da hast du recht, Boss. Guten Abend, Boss, by the way. Es ist alles in Planung. Ich bin gespannt. Ja, was für dich? So ein Button da unten. Fände ich ganz cool. Ich mag deine Streams und ich würde das halt schon gern irgendwie unterstützen. Weißt du? Im Törtchen geht alles besser, glaub's mir. So, das war Nummer 4. Es wird dann natürlich so ein bisschen voll da unten mit Empfehlungen. Aber das ist es mir wert, tatsächlich. Ich habe da die Tage schon die anderen hier im Team gefragt. Die finden das auch ganz cool. Mehr Zusammenhalt unter J-Style-Streamern. Oder so. Japanoströmer. Das ist auch eine Methode, auf jeden Fall. So schnell kann dir keiner Salty beibringen wie ein Wäschekorb im Türrahmen. Sollte ich Tamara mal beibringen? Das wäre ja geil. Ja, Herzen. Ich kann leider die Biberherzen nicht mehr, sonst würde ich die jetzt Biberherzen posten. Also die Borkenherzen. Ich habe nicht mehr geresubbt. Das habe ich vergessen. Ich meine, es ist das Mindeste, was wir tun können, tatsächlich. Aber, wenn ich mir deinen Follow-Account angucke, brauchst du das eher weniger. Aber, ne, der Wille zählt ja. Der Wille zählt ja. Mein Holz, das liegt da hinten, mit dem habe ich noch gekuschelt bis vor 15.30 Uhr. Aber stimmt, ich habe mein Holz nicht da. Jetzt weiß ich, warum es so schlecht läuft. Wir haben im Übrigen beinahe die 7000 Views geknackt. Wow! Das ist doch mal ein Achievement für 6 Monate. Wir werden im Übrigen ein halbes Jahr alt. So jetzt, am 20. Mir sagen lassen. Ich weiß noch nicht, ob wir das feiern, aber wäre ja cool. Ob wir bis dahin die 200 voll kriegen. Ich meine, 200 in 6 Monaten finde ich persönlich schon echt viel. Dafür, dass wir in Anführungszeichen irgendwie nur Kram spielen, den keiner interessiert, muss ich sagen, bin ich da stolz auf die Leute hier. Vor allem der Stefan, dass der mal eben 8 Stunden lang Digimon streamt, finde ich hart. Muss ich so offen sagen. Aber dass der nicht ganz normal im Kopf ist, das wissen wir ja mittlerweile, ne? Ich
habe auch hier Bedenken, dass wir das nicht schaffen könnten. Ja klar, jetzt kommst du mit deinem blöden Vocal Boost. Jetzt, wo ich die Kontrolle nicht drüber habe. Na, danke. Könnte knapp werden. Zweiter müssen wir werden, ne? Oh, oh. Haben wir nicht geschafft. Ach. Wie gesagt, ich bin dann halt tatsächlich froh, dass auch Leute da sind, die sich für die Spiele interessieren. Ich brauche jetzt ja nicht irgendwie Account-Leichen. Ich probiere es nochmal, ne? Account-Leichen ist sowieso doof dann. Der Kermit sagt ja immer, er muss mit seinen 12 anderen Fake-Accounts noch irgendwie abonnieren. Das bringt sie aber nicht. Nee, André, du bist einfach nur ein Herzensbrecher. Das reicht uns wieder nicht. Da! Count und tot. Lass uns mal gucken. Es ist halt relativ schwierig, wenn du halt nur die Stream-Schedule hast und jetzt wollt man. Schedule. Der ist Streamplan. Wenn du einen festen Streamplan hast und jetzt wollen wir ja halt auch noch bei YouTube Sachen nebenher machen, weil es halt einfach nicht mehr reinpasst. Das ist schwierig. Ja, dann machen wir es halt nicht. Komm. Dann haben wir die Audition halt verloren. Okay, also für A2 sind wir noch nicht. Da sind wir noch nicht drauf. Da sind wir noch nicht ganz. Fesch und top genug. Wenn ich einfach nur in unsere Liste gucke, wie viel wir theoretisch streamen könnten und würden. Jetzt demnächst Kingdom Hearts. Auch nie gedacht, dass ich das irgendwann noch in diesem Streamplan unterkriege. Und vor allen Dingen beim Vote, weißt du, keiner hat für Ni No Kuni gevotet. Was ist denn los? So ein großartiges Spiel. Er hat für Ni No Kuni gewotet. Das hat mich am traurigsten gemacht eigentlich. Wir können auch gleich den ganzen Tag Hard to Fall Boyfriend spielen. Oh, ich kann nicht mehr sprechen heute.
Was merkst mir die Müdigkeit an? Hallo, Meyerhawk, na? Hast du meine Nachrichten Discord gesehen? Ich guck mal gerade nach. Ja, hast du gesehen, schön. Hättest du nie gedacht, dass ich mich noch vor dich reinschleiche, ne? Oh, was ist denn jetzt los? Guck mal, Katze. Mehr Katzen. 3 Katzen sogar. 4 Katzen. Der Meyerhawk. Wisst ihr, der Name verbreitet sich wie ein Lauffeuer, Stefan. Perfect Communication und ich habe halt nichts gemacht, weißt du? Na? Wie sieht's aus, Stefan? Alle Digimon am Start? Huch. Jetzt gucken wir erstmal, ob er das gezählt hat. Ich vermute nämlich nicht, nein. Oh doch. Nee. Doch. Da hat die gezählt. Woo! Du weißt, du hast gerade die Hälfte der Zuschauer haben sich jetzt gerade umentschieden, gleich weiter zu gucken, ne? Weißt du? Selfie-Kalender, hallo? Ja. Deshalb steht oben im Titel Music Tuesday und unten Music Monday. Sollte eigentlich ja gestern streamen, aber ich habe es ja am Anfang erklärt, ich war. Man sollte nicht das ganze Wochenende durcharbeiten. Ja. Stefan wird sich erinnern, ich habe Sonntag, habe ich alles mögliche an Videos durchgeschnitten und alles mögliche von morgens 8 an. Und dann habe ich Yakuza 6 noch aufgeholt bis irgendwie 5 oder 6 Uhr heute Morgen. Und habe ich noch was aufgenommen für YouTube. Ich war halt echt, ich bin dann irgendwann so um 14 Uhr ins Koma gefallen. Ich habe gesehen, Tamara hat dann noch den Streamplan fertig gemacht. Und irgendwie bin ich dann so heute Nacht um 4 aufgewacht. Und hat mich gefragt, welches Jahr wir haben. Also, nun ja. Ah, hi Miri. Es ist genau wie, letzte Woche hatten wir ja nur Final Fantasy 15, nee, die Woche davor sogar schon, hatten wir ja nur Final Fantasy 15 im zweiten Slot, dann war dann halt jeden Tag auch Final Fantasy Friday. Also war fast jeden Tag für uns Wochenende. Und da stellt sich mal wieder die Frage, wer war der Idiot, der sich unbedingt Thementage überlegt hat? Ich muss mal unserem Chef in den Popes treten. Problem ist, meine Beine sind nicht lang genug. Ja. Präbabylonischer Zeitrechnung oder postbabylonischer Zeitrechnung, Nick? Das ist jetzt wichtig zu wissen. Ich muss mir den unbedingt gleich irgendwie ein Level abkriegen, dass ich auf dem Skilltree ein bisschen laufen kann. Sonst wird das gleich widerlich. Ich höre wildes Getrampel oben. Ich glaube, es könnte Essen geben. Gott, Moment. Ich seh den Chat durchrattern. Moment. Meine Intuition hatte recht. So, ein Blick nach rechts.
Obamina bringt postfaktische auch noch. Was ist da los? Babylon. Nein, ja, auch Babylon 5. Die Frage ist, wer hat die anderen vier davor geklaut? Ich glaube, es ist nicht gut, wenn nur noch Obamina da ist, oder? Ja, guck mal, aber genau das, was der Nick macht, das mache ich immer. Und dann nennen mich Leute Troll, weißt du? Yeah, Walker Texas Ranger, Mann! Walker ist die einzig wahre Serie. So. Das Bop-Bop-Bop-Bop hat gerade sehr gut dazu gepasst. Och, Obamina bringt eigentlich zwei gute Argumente mit, mindestens. Ja, Schoko nix da. Sind da. Plural. Nein, ich singe jetzt nicht. Schoko ist da. Willst du Schoko sein? Schalt die Schoko ein. Ha, Schoko ist da. Ich habe mich das immer gefragt. Ja, wird das in der Serie eigentlich aufgeklärt, warum das Babylon 5 ist? Oder? Ich meine, ich habe die Serie nie gesehen. Das müssten jetzt mal alle sagen, irgendwie, oder für mich aufklären, die Serie kennen. Aber ja, die Frage ist, wer hat die vier anderen davor geklaut? Es muss ja einen Grund geben, dass es Babylon 5 ist. Mal ehrlich. Ich habe mich auch damals über meinen eigenen Tweet mit der postbabylonischen Zeitrechnung irgendwie auch selber weggepisst, aber ich lache über meine Tweets selbst sehr gerne. Schönen guten Tag. Guck mal, Kalle ist auch im Chat. Schönen guten Tag. Mir ist ab heute einfach Kalle. Sie ihre Storys erzählt aus ihrem Kaff mit den drei Verkehrsschildern, die sie dann an Silvester immer hochjagen, da fällt mir nur Kalle ein. Da fällt mir nur Kalle zu ein. Nee, Stefan, musst du aufpassen. Wenn du nämlich dorthin fährst, also kannst du ja an Silvester machen, müsstest aber Angst haben, dass ein Böller in deiner Hose landet. Ich jag den nicht hoch, ich stehe nur da. Du weißt ja, wie das ist. Mitgehangen, mitgefangen. Ja, meine Mutti hat jetzt einen WLAN-Drucker. Jetzt kannst du das ganze Internet ausdrucken. Sieben. Eieiei. Komm, machen wir noch fertig. Das machen wir. So, A3, nicht wahr? Achso, ich wollte ja hier mal... Ich habe ja spontan 105.000 Geld. Geld, Geld, Geld. Macht meine Mutti auch, ja? Das, ich glaube, das liegt generell an... Müttern. Das Muster macht mich an. Auf. Guck mal hier, ein Katzenschweif. Den sollten wir für Nick eventuell. Den sollten wir eventuell erwerben. Und das Mond. Genau. Wollte ich sagen. Was? Internet auf 3. Tag und Tatsuchin Uhr. Ja! Es ist ja sowieso sehr, sehr geil. Wie kein Hund. Was? Nein, kein Hund. Das Lustige ist ja, ich weiß nicht, ob du das wusstest, Nick, aber in Yakuza 5 konntest du halt Taiko no Tatsujin spielen. Im Spiel halt. War großartig. Nee, bei 6 kannst du Virtua Fighter 5 spielen. Im Hauptmenü sogar. Ja, wir sollten ein bisschen Krams kaufen hier noch. Ich sollte vielleicht auch nicht zu viel kaufen, weil sonst können wir uns gleich keine Events mehr leisten. Nein, nein,
Nein. Hunde sind generell die, die besseren Katzen. Es war die Tage im PlayStation Store im Angebot. Lieber Herr S. Ist aber auch nur digital. Weil gab's ja nicht auf Disc. Weißt du, jetzt kannst du auf Yakuza 6 muss jetzt bis freaking 2018 warten. Weil die halt 2 Jahre zum Übersetzen brauchen. Ich weiß nicht, welcher Freelancer das alleine macht, aber eher ein Faulancer, wenn es 2 Jahre dauert. Du bist leider mit Hunden in der Unterzahl. Das stimmt. Das ist der Praktikantes. Naja, aber Katzen sind doch die viel besseren Hunde eigentlich. Nee. Komm, für Nick kaufen wir die Uhr. Es hat was vom Glücksrad jetzt. Ich nehme die Taiko no Tatsujin Uhr, die hübschen Schuhe. Das Robocop-Ding möchte ich nicht haben, aber das... Ja, das kannst du jetzt knicken, wir haben nicht mehr genug Geld. Nein, sind sie nicht. Sind, oh doch. Was denn? Nicht. Was? Hä? Die kommen nicht mehr mit dem Chat. So, jetzt haben wir Zeug gekauft. Ja, meine. Maine Coon, das Beste aus Hund und Katze. Nun. Also. Ich denke, ich bin mir damit Nick einig, dass Irish Knickohr sind halt einfach die besten Katzen, ja. Da geht nichts drüber und nichts drunter teilweise sogar auch. Ja, wir... Achso. 3, 3, 3. Ich kann halt mit denen immer noch nicht laufen, ne? Höchst widerlich. War das ein Brumpfschrei? Okay. Heieiei. Hast du ja gehört, der Stefan, der muss sein Kigurumi noch trocken pusten. Sonst hat er A, nichts mehr zum Anziehen und B, guckt dann sonst keiner zu. Okay. Pinguine mag Momoka auch. Und Shiroku. Grüße an Shiroku an der Stelle. Nee, mache ich jetzt nicht. So, machen wir mal die 7 Auditions noch. Wie viel Zeit haben wir denn eigentlich noch? Um Gottes Willen. Das ist so total ungewohnt, auf die Uhr zu gucken und zu merken, es ist 2 Stunden früher als sonst. Im Übrigen, der liebe Nick, der hat beschlossen, dass wir Galgan spielen müssen. Guck mal, jetzt rede ich schon mit ihr, jetzt hört sie mir nicht mal zu. Wenn du mir die zwei zur Auswahl gibst, grundsätzlich Mayuyu. Guck mal, bin ich mir sogar mit Tamara einig. Boah, Tamara, du bist so brustfixiert, ey. Tamara hat gerade gefragt, ob Sayane Brüste hat. Ich weiß nicht, was in Tamaras Leben schiefgelaufen ist. Dass sie mich fragte, ob Yamamoto Sayaka Brüste hat. Das Kontext. Gut, wir können ja über Idols reden. Wir sind ja kontextmäßig sind wir ja sehr, sehr gut dabei. Auch wenn dieser Unit eigentlich nur bei Miki viel zu holen ist. Bei Missy ist ja mehr Holland am Start.
Genau, der Nick ist die Katze im Glas. Die einzig wahre Katze im Glas. Was? Der denkt immer noch, es gibt eine Kreislaufentzündung. Ja. Nick getriggert. Nur von Miki, Nick. Nur von Miki. Weißt du, warum, weißt du, ich glaube, ich weiß, warum das Schokos Abonnenten so nach oben gehen. Weil sie hat einfach the world famous Lacher aus dem Off. Das kann ich, da kann ich nicht mit denen. Ich hab immer nur den Troll aus dem Off. So, das wären dann 6. Bitte schaff das Level ab. Bitte. Ach komm. Ist ja nicht zu fassen. Momoka von Fairies mag Pinguine, mag Momoka mehr. Trotz feiert. Ja, Schoko streamt. Sogar Dead by Daylight. Ne, Schoko? Wir haben uns im Übrigen überlegt, für einen 24-Stunden-Stream spielen du und Schoko zusammen Dead by Daylight. Da schreckt sich Schoko mehr von mir. Auch. Schoko schrieb, hi. Wir hosten die Schoko sogar als, ne? Warst nur noch nie da, als wir sie gehostet haben. Mein großartiges... Schoko hat dieses großartige Donation-GIF und neben einer großartigen Stimme und einer großartigen Lache aus dem Off. Und es sieht ganz falsch aus, was ich hier mache. Furchtbar. Ja, genau, erstmal ist der Meyerhawk vor dir dran. Das wird gleich großartig mit der Übergabe. Glaub mir einfach, Miri, es lohnt sich schon wegen dem Donation-GIF. Wenn du ohne Erwartungshaltung in Schokos Stream gehst, das Donation-GIF wird dich überzeugen. Mit der Musik natürlich. Das GIF alleine, das ist schon 50%, aber... Ja klar, die Lampe aus dem Off. Der Nick. Das ist auch so eine Leuchte, weißt du? Also stell mir gerade vor, wie jetzt gerade die Glühbirne aus seiner Lampe rausdreht und versucht, sie in den Mund zu nehmen. Einfach nur, um, for the sake of the argument. Die Lampe aus dem Off. Ich habe auch eine Lampe aus dem Off, das ist die, by the way. Ja, okay. Follower-GIF, ja, hat aber nicht so eine gute Musik. Habe ich im Übrigen gerade nicht aufgepasst, was Missy von mir wollte, aber hat funktioniert. Was? Damit ich mir gepflegt das Maul verbrühe. Wäre halt aber auch so du. Dann, au, und würdest es trotzdem versuchen. Au. Ja, kenn dich doch. Nun. Einen müssen wir noch, ne? Haben wir überhaupt noch genug? B2 hätten wir noch. Boah. Entschuldige, Nick. Und was kann dein Streamer so? Er kann die Zuschauer intellektuell beleidigen. Oh Mann, wir machen hier wieder Streamer-Quartett. Ah, oh, schön. Man merkt gar nicht, dass ich über den Schlaf drüber bin. Ich bin unlustiger als sonst. Ich hab keine Ahnung.
Ich habe zu meiner Schande, muss ich gestehen, ich habe Schoko noch nicht Dead by Daylight spielen / streamen sehen, von daher. Ich kann es dir nicht sagen, das müsste dir Schoko selbst beantworten. Ich vermute aber, dass sie sich vom Nick unterm Tisch mehr erschreckt als von Dead by Daylight. Eventuell. Ich hörte nur, sie wird laut beim Spielen. Also schrieb jemand auf Twitter. Sind das Internas? Darf ich das überhaupt erzählen? Gut, dass ich vorher gefragt habe. Ja, das... Ja. Oh. Es war auch ganz großartig, als Momo hier war. Da hat sie zusammen mit Tamara Until Dawn gespielt. Also privat, nicht auf dem Stream. Da saßen sie da hinten. Und Momo hat sich mehr vor Tamara erschreckt, die sich vor dem Spiel erschreckt hat, als vom Spiel selber. Oh Gott, jetzt spiele ich aber wie ein Toastbrot. Das war großartig. Das ist so gefeiert. Vor allen Dingen warst du dann erstmal so aus dem Raum raus und du hörst halt einfach nur dieses ganz laute ah! Und Momo nur kichern. Wenn nicht schon andere Leute 30 Mal Until Dawn gestreamt hätten, hätte ich Tamara das einfach hingelegt. Und gesagt, mach mal. Oh mein Gott! Das Gefühl, ich darf das gleich wiederholen. Ihr lenkt mich alle ab. Ja, herzlich willkommen beim mit der rechten Arschbacke ins Ziel gerutscht. Genau, pass auf. Ranchan darf heute nicht da sein. Ranchan ist... Nein, nein. Ja. Das erinnert mich auch an eine Geschichte, ja. Mir hat unbedingt gesagt, Chris, stream ein Horrorspiel. Sie war 2 Minuten da. Und das war das Hauptmenü. Ne, nur wenn Rena aus dem Nichts kommt und die einen auf Gekikara macht, dann hast du ein Problem. Je nachdem, welches der Spiele du hast. Nein. Ich sag, ich bin auch verwirrt über die Uhrzeit. Ja, doch nix mit Geistern. Ist klar. Schön. Also ich bin gespannt, Stefan. Ob Ranchan auch wieder da ist. Nein, Ranchan ist nicht auch einfach nur da, um mich zu trollen. Dude! Don't go there! Jetzt kommt der mit Clowns an, weißt du? Alter, dünnes Eis. Clowns kommen eh nicht. Was ist Eigentloch? Sagtest Horror. Primär sagtest du Horror. Müssen wir im Übrigen immer noch zu Ende spielen. Machen wir dann einen Heiligabend. So, wie waren wir denn?
Ich glaube, wir haben noch eine halbe Stunde Zeit. Was ist denn da los? Ich hetze hier ja voll durch. Also wer am Sonntag noch nicht genug Digimon hatte, der wird gleich definitiv ab 20.15 Uhr, ach 20.15 Uhr, ab 18 Uhr bedient. Boah, ich bin so in der normalen Programmroutine drin. Sonst nichts auf die Kette, aber das kann ich. So, Harakiri-Aktion, seid ihr dabei? Dann machen wir das A2-Rank-Up. Sollen wir es mit Missy versuchen? Lass mal versuchen, wir schaffen das eh nicht. Wir probieren es mal, oder? Komm, wir probieren es. Sollte ich aber davor eventuell noch einen Boost auf Vocal legen? Vermutlich. Besser wäre das. Ja. Machen wir das. Lesson. Lesson ist verwandt mit Luc Besson. Der macht Filme. Geister mit Glöckchen sind viel, viel schlimmer. So, einmal ganz kurz Konzentration für die ganz vielen A's, die da jetzt kommen werden. Reicht nicht, reicht nicht, reicht nicht, doch. Bitte. Ist mir klar. Das ist mehr ein Scherz als ernst gemeint, aber okay. Ja, schlimmste Horrorspiel war Zombies für den Super Nintendo. Kann man im Übrigen großartig Speedrun das Spiel. Für alle, die das GDQ noch nicht gesehen haben. Ist ja auch bald soweit, ne? GDQ ist auch 2. Januarwoche, gell? Oh Gott, ich muss noch mein Spiel lernen. Ich mache im Übrigen, falls ihr noch nicht wusstet, ich mache im Übrigen Spiele-Commentary für Zelda Wind Waker beim HGDQ. Ja, darf ich sagen, ist offiziell eingetragen. Und darauf freue ich mich gar sehr. Es kann natürlich sein, dass davor irgendwie in so einer Woche, dass wir da echt nur so Schnickschnack irgendwie auf dem Stream machen, weil ich mich akribisch drauf vorbereiten muss. Weil ich bin leider tatsächlich in dem Spiel kein Speedrunner. Das heißt, ich kann da nur das Commentary von der Kommentarseite beleuchten. Kein Speedrunner. Nee, bin ich nicht. Das mache ich doch hier gerade schon. Gute alte Wind Waker. Ich würde es sogar aufnehmen, wenn ich Zeit hätte. Und man das View Gamepad gescheit abgreifen könnte. Ach ja, ach Gott. Ja, mal gucken, ob wir Missy auf A2 kriegen. Er ist ein Teewitz. Ist aber auch ein Ladywitz, der ist heute zu Tisch. War was? So, die erste Runde verlieren wir natürlich wie immer. Das hat strategischen Hintergrund. Falls jemand fragt.
Manchmal wünschte ich mir, ich hätte tatsächlich einen Monitor über meinem Monitor, wo der Chat drauf ist. Ja, komm. Feuern was ab. Jetzt sehen wir uns auch mal in den großartigen Kostümen performen. Just saying. Ja, und wie das funktioniert, dass nach dem Burst auf einmal die Kostüme eine andere Farbe haben, das erkläre ich euch nächste Woche. Oder nach der Maus. Ja, dann aufhören, Frauen zu daten und ab dafür. Eigentlich sollte das jetzt besser klappen, einfach weil wir 11 Appeals haben, ne? So, und voll. Warten wir einfach ab. Oh, es macht gerade Spaß. Das ist eine PSP, kannst du mitnehmen. Diese Jungspunte, die schon so früh fahren lernen, ne? Und du hockst da und hast keinen Schleienführer. Ich mag im Übrigen die Schuhe, die sie dabei tragen, dann, wenn die Kostüme sich die Farbe verändern. Aber alleine, dass die, das hat was von Perfume, dass die Kostüme die Farbe annehmen und so. Das erinnert mich jetzt wieder an diese großartige Performance vom Kohaku letztes Jahr. Der Nick wird sich erinnern. Sicherlich wird er sich erinnern. Du. Die Performance von Pick Me Up beim Kohaku von Perfume. Mit den Stellwänden und dem ganzen Zeug. Was sind Tonadini? So. Oder wie der Edi sagen würde, vom Perfume? Ich sehe schon, ich muss dir leider den Auftritt rausschneiden. Es sei denn, du findest ihn beim Duschlauch. Oder die Du-Röhre. Wie auch immer. Achso, kann ich hier direkt den hier aktivieren. So. Akribisch darauf achten, dass wir alles richtig machen. Einen wegzimmern. Zwei wegzimmern. Noch einen weg. Ich würde gerne 6 in die nächste Runde mitnehmen, tatsächlich. Weil das haben wir jetzt definitiv gewonnen. Ich meine, guckt es euch an. So, und den Burst kriegen sie auch nicht mehr. Ist auch definitiv viel zu lange her. Es war also total cool, weil sie irgendwie so eine Hawkeye-Perspektive hatten, wo die Bühne sich dann so gedreht hat, obwohl sie sich nicht gedreht hat und halt eben diese Hologramme auf den Wänden und das war total geil. Ich such's später mal raus, ja. Wir haben jetzt natürlich das Problem, dass sie jetzt gleich das Voltage voll haben. In der nächsten Runde. Das könnte ein Ausgangsproblem sein. Mach's gleich in der Pause, wenn der Meyerhawk dran ist.
Du. Wo lagen wir denn? Ich hab gesagt, 55 bin ich raus. Ich bin gespannt. Kenn mich doch. Und dann kann ich in der Pause kann ich wieder an FileMaker rumbasteln. Ist voll mein Ding. So, welches schreckliche Lied nehmen wir denn jetzt, mit dem wir haushoch verlieren? Haben wir noch irgendeins mit einem Fleck? Ne, haben wir nicht. Dann nehmen wir Kimi Channel. War bei uns auch immer so. Unser Fahrlehrer war der Beste. Der hat immer die schlimmsten Sachen rausgescherbelt. Sein Unterricht bestand eigentlich im Prinzip aus 70% Anekdoten und 30% Unterricht. Warte, mal gucken, ob ich es schaffe. Ne, der war verschwendet. Ich wollte gerade sagen, es macht ein blödes Voltage. Wusste, wir verlieren es. Ich hätte ganz am Anfang das nicht ausspielen dürfen. Nein! Auch nicht schon wieder Kaffee ausdenken. Der Nick hat mehr Kaffeesorten im Kopf, als ich vermutlich überhaupt kenne. Also neben Prallmeier, Schibo, was? Sollen wir es retryen? Gell, die Öhrchen sind großartig. Kommen wir retryen's. Versuch einfach, diesmal nicht zu spielen wie ein dummer Tor. Wir hätten da am Anfang nicht den Burst Appeal kassieren dürfen. Das Voltage, das war nicht gut. Wie gesagt, erste Runde verlieren wir eh wieder. Ich hätte halt schon gern A2. Ja, in Final Fantasy 9 gibt es drei Kaffeesorten namens Prallmeier, Schibo und... Ich hab die andere vergessen. Nest-Kaffee. Der Stefan, der muss irgendwie immer Kaffeesorten auswählen. Und außer Peak-Kaffee und... unser Zeug... Ist so... Fusho. Der trifft mein Kursik. IT-Café. Oh, geil.
Im Fuscho. Schön. So, Leiste voll. Das wird großartig. Stefan, schreib dir die auf. Bessere Gags findest du nicht. Da findest du nichts mehr Richtung Kaffee. Pfuscho. Pfuscho feier ich hart. Geil. Pfuscho. Im Übrigen, großes Ziel heute, die 7000 Views knacken. Wir sind, glaube ich, irgendwie... Kannst du mal eben gucken, wie weit wir sind? ...6970 haben wir, 30 fehlen noch. Ich freue mich, schaffen wir heute Abend. Ich habe da sehr, sehr, sehr viel Vertrauen in euch. In uns nicht, aber in euch. Der Jason-Finger. Alexander Lamazza. Ich sollte auch drücken. Das war echt Risiko. Wo ist eigentlich Nick, wenn wir Quiplash spielen? Das frage ich mich eigentlich jedes Wochenende. Wo ist Nick, wenn wir Quiplash spielen? Da war Hodenklavier nur diese Latte hier. Was? Sag ich doch. Nick hat die Öhrchen gerade auch sehr gefeiert. Ich hoffe, wir haben jetzt eine bessere Ausgangslage als eben. Das wäre höchst formidabel. Ba, 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 baby, ba. 24 Stunden Stream in Hoodies? Ja. Was ist mit dir los? So. Wo ist? Ach, da hat sich's versteckt. Inwiefern macht es das anders, wenn du das Spiel hast, Stefan? Außer dass du üben kannst. So.
Quiplash will er sich kaufen. Guck mal. Miri hat sofort adaptiert, dass man Nick mit K schreibt. Das kriegt nicht jeder hin. So, jetzt spielen wir auf Zeit. Das Gefühl, es läuft besser als eben. So. Jetzt müssen wir den Bob ins Ziel schieben. Yes! Quiplash ist jeden Samstag 22.15 Uhr. Jeden Samstag. Wer besser spinnt, gewinnt. Ich habe Angst, dass ich... Wenn Nick dabei ist, dann werde ich ja nur noch Letzter. Hat ja diese Woche schon so gut... letzte Woche schon so gut geklappt. Ja, A2. 47, das haben wir ja zeitlich gut geschafft. Immer direkt nach Witcher. Och nö. Das ist das Problem. Das hat halt keiner mitgekriegt, Stefan. Ich hoffe doch. Ich will dich natürlich nicht aus irgendwelcher wichtiger Arbeit rausreißen, aber Quiplash lohnt sich. Quiplash macht Mordspaß. Wenn es sonst schon nichts Interessantes auf diesem Kanal ist, Quiplash. Quiplash lohnt sich. Dafür würde sogar Miri ihren nicht vorhandenen Bruder verkaufen. Oder die drei Verkehrsschilder, die noch im Dorf stehen. Ich meine, hallo? Nick, ich bitte dich. Ich meine... Quote... Boden. Ups, man sollte Quota richtig schreiben. So, jetzt können wir mit Missy noch ein bisschen... Bad. Aus welchem Grund bauen die denn jetzt eigentlich nochmal den Gundam ab? Hat man das irgendwo gelesen? Ist er jetzt zu alt oder steht man nicht mehr so auf Roboter? Ist einem das peinlich für Olympa oder... Das interessiert mich halt. Das interessiert mich halt. Bodenklavier war halt beste. Ich hab's drei Spielrunden später realisiert, wie gut die Antwort eigentlich war. Ach, Bodenklavier. Bodenklavier war großartig. Der Stefan muss noch akribisch alle Quiplashs und lustigsten Wörter muss er noch in ein Textdokument eintragen. Das ich dann später verwurschte. So, jetzt gehen wir noch ein bisschen shoppen, oder? Können wir nicht mit 38... Die haben die ganzen Kostüme weggenommen. Aber jetzt habe ich hier die schwarzen Sachen. Oh nein, ich kann mir nur eins davon. Das ist ein Beintattoo, ne?
Mir fehlt aber auch noch das Flöckchen-Ding. Kein Stress, muss nicht eilen. Oh. Strumpfbänder? Oder Röschen? Eigentlich brauche ich das noch für das Winteroutfit und das. Was ist das eigentlich? Das gehört wahrscheinlich zu dem gleichen Outfit. Ich weiß noch mein Leben. Mir fehlen halt einfach jetzt 700. Weißt du? So, jetzt gehen wir mit Missy mal eben ganz kurz noch im Skilltree ein bisschen laufen. Wir brauchen Sprit. Bass. Und Bass brauchen wir. Bass, wir brauchen Bass. Set it down. Ich meine, das ist schon hart hier. Ermeude Appeal. Plus 3. Die Frage ist, wie sehr es rappelt, ne? Das ist, First Appeal, 20%. Oh. Ich weiß, ich werde mich dafür hassen. Ich werde mich dafür hassen, aber ich glaube, ich mache den Ermeude plus 3. Ihr seht auch, wir sind fast am Ende des Skillbretts angekommen auch. Spare ich auf das? Oder baller ich jetzt noch was raus? Müsste eigentlich, weil sie braucht halt die Skills, ne? Aber ob das so ein großartiger Unterschied ist dann am Ende, das wage ich mal eben anzuzweifeln. Lass es mal. Wir sparen. Ob das die beste Idee war, keine Ahnung. So, jetzt müssen wir noch was machen, damit der Tag zu Ende geht, ne? Wie viel Zeit haben wir noch? 3 Minütchen haben wir noch. Könnten wir das A1 probieren, das dauert zu lang. Ich würde sagen, wir verschwenden einfach ein bisschen Zeit, indem wir hier die Promos machen. Weil die Aufgabe haben wir ja erledigt. Und speichert das Spiel wenigstens. Jetzt kann ich ja schon mal Musik für gleich vorcuen. Was haben wir denn da so im Angebot? Ja, wir brauchen ganz wichtig einen großartigen Katalog darüber, was wir schon für Mist verzapft haben. So, ich nehme am besten, was nehme ich denn? Ich schmeiß euch mit Mr. Snowman raus, glaube ich. Ja, das machen. Guck mal, wir knacken gleich die Million mit ihr. Na, gleich ist relativ. Aber. So, jetzt wird wahrscheinlich sowieso Tag des großen Superlives sein. Dem Wann-Verall. Oh Gott. Haruka?
Haruka. Glaube ich. Oh, guck mal. Ja, dann drücke ich an der Stelle Pause. Dann machen wir nächste Woche weiter. Guck mal, nächste Woche? Nächste Woche ist fast schon Weihnachten. Nächste Woche ist fast schon Weihnachten. Stell dir das vor. So, denk dran, deinen Kalender gleich aufzumachen. So, Freunde. Jetzt gleich, da kommt der Stefan. Und der spielt mit der Meierhawk. Der spielt mit euch Digimon Schleutz, Cyber Schleutz, um genau zu sein. Und wer, wie gesagt, am Wochenende diese 8 Stunden Grinding Madness, für den, ich kann nicht mehr sprechen, wem das noch nicht gereicht hat, gleich jetzt 2 Stunden ab 18 Uhr. Und danach kommt noch Tamara mit Tales of Phytheria. Ich schmeiße euch jetzt ein bisschen Musik rein und übergebe an den Stefan. Wir sehen uns morgen wieder zu Yakuza. Richtig? Genau, mit der Nachtclub-Runde. Was? Ja, morgen Nachtclub-Runde mit Tamara. Ich freue mich. Dann die Beerdigung. Ich freue mich trotzdem. Tamara sagt so, aber ich freue mich trotzdem. So, jetzt Stefan, bisschen Musik, dann habt ihr den Stefan. Und Tamara seht ihr gleich. Ich sag bis morgen. Tschüss und danke fürs Reinschauen.